Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, wir haben eine Aufgabe und zwar habe ich jetzt schon wieder die falsche Taste gedrückt und zwar müssen wir mit Belle sprechen. Ich habe nicht die falsche Taste gedrückt, sondern ich bin einfach zu doof, um ja, meine Mappe zu benutzen. Sie sollte eigentlich gerade hier rumlaufen, aber sie versteckt sich schon wieder. Ach, da ist sie doch. Kann ich dir helfen? Gameplayerin, ich habe versprochen, dir Bescheid zu geben, wenn die Übersetzungsmaschine mit der Übersetzung des mysteriösen Buches fertig ist. Hättest du Zeit, darüber zu reden? Es ist etwas Seltsames passiert. Ich bin ganz Ohr. Die Übersetzungsmaschine hat das mysteriöse Buch übersetzt. Zumindest so viel, dass ich bemerkte, dass dieses Buch eigentlich ein Tagebuch ist. Geschrieben von jemandem namens Dreamlight Valleys bester Rätsellöser? Wir müssen herausfinden, wer das ist. Ja, das finde ich auch. Ich habe nachgefragt, aber niemand hier scheint sich zu erinnern, wer dieser Dorfbewohner war. Wahrscheinlich sie selber. Gibt es im Tagebuch einen Hinweis darauf, wer es sein könnte? Ich bin mir nicht sicher. Es gibt einige Seiten, die ich nicht lesen kann. Es ist, als würden sich die Wörter verschieben. Könntest du dir vielleicht eine davon ansehen? Natürlich. Hier. Ist wunderbar. Ja, ne? Wunderbar, wunderbar. So, das ist hinten am Wasserfall. Ich glaube, da ist ein Wasserfall. Ich tippe dann mal auf Goofy, aber das muss natürlich nicht heißen, dass es wirklich Goofy ist. Aber da hier noch ein Angelhut liegt, könnte das eventuell sein. Belle? Ich habe dir so viel zu erzählen. Ach du meine Güte. Es ist, als ob eine Flut von Erinnerungen zurückkäme. Ich erinnere mich an ein Objekt, das in der Nähe von Ruinen im Wasser verschollen ist. Menschen, die erfolglos versuchen, es zurückzuholen. Deine Erinnerungen kommen zurück. Das ist großartig. Das hilft uns. Glaubst du das wirklich? Ich hoffe, das ist wahr. Vielleicht ist das, was unter Wasser verloren gegangen ist, noch da. Ich werde versuchen, die Stelle zu finden und dort zu fischen. Wenn ich etwas finde, ist das vielleicht der nächste Hinweis, um herauszufinden, wer dieser Rätsellöser war. Das wäre wunderbar. Denk daran, es ist in der Nähe von Ruinen ins Wasser gefallen. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Und das heißt immer noch angeln und nicht fischen, weil fischen ist das, was man mit den Netzen macht. Aber egal. So, Moment. Hier oben bin ich jetzt beim richtigen. Ja, hier oben sind die Ruinen und da sind ganz viele Angelstellen. Das heißt, ich weiß natürlich wieder nicht, an welcher Angelstelle das Ganze ist. Natürlich habe ich jetzt wieder direkt das Falsche rausgeholt. So, blau. Ich glaube nicht, dass das eine blaue Stelle ist, aber wir probieren trotzdem. Oh Gott, da kommt Ursula auch direkt schon wieder an. Meistens, wenn die in der Nähe ist, verkacke ich das Ganze. Ein Tintenfisch, sehr schön, aber nicht das, was ich haben wollte. Oh, was haben wir denn hier? Nein, ach doch nicht das. Was hat sich denn hier alles gestapelt? Hallo? Wieso stehen die hier nebeneinander? Und wieso stand das auf der Katze drauf? Okay, ich lasse es einfach mal so. Keine Ahnung. Ich wusste noch nicht, dass die Dinge in den Dingen spawnen können. Aber okay. Stitch, bist du mein Glücksbringer? Ich habe nämlich gerade tierisch Migräne und versuche irgendwie diese Folge noch gut heraus. Oh, sehr schön. Du bist mein Glücksbringer. Zwar jetzt nicht in Sachen Quest, aber zumindest. Ich sollte doch. Ich hätte da hinten vielleicht auch gekonnt. Das wäre eine weiße Stelle gewesen. Ich war jetzt gerade überlegen. Ich sollte doch angeln, oder? Aber ja, sie hatte gesagt, ich sollte fischen, hat sie gesagt. Nicht angeln, aber. Das ist ja das Gleiche, beziehungsweise das Gleiche mit gemeint. Ja, wir haben den Hut, einen Fischerhut. Inspiziere den Hut. Moment. Ah, sehr schön. Das ist dann wohl. Ist das nicht dieses magische Versteck? Also, das hier irritiert mich ein bisschen, aber da waren Kisten drin, da waren auch so diese Dinger hier drin.
Das war im Schloss, was ich jetzt meine. Es kann natürlich auch noch das andere sein. Ah, das ist jetzt eine gute Frage. Zu Bell zurück. Lauf nicht weg, Bell. Ich muss zu dir. Hallöchen. Ich habe dir so viel zu erzählen. Ja, ich dir auch. Ich bin weitergekommen. Ich erinnere mich daran. Jemand hat dem Rätsellöser geholfen und dann ist dessen Hut ins Wasser gefallen. Ah, okay. Es gab sogar einen Angelwettbewerb unter den Dorfbewohnern, um zu versuchen, ihn zurückzubekommen. Aber niemand konnte es schaffen. Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Oder kannst du dich erinnern, wem der Hut gehörte? Nein, aber vielleicht erfahren wir im Laufe der Zeit mehr. Der Hut löste eine weitere Erinnerung aus, eine Beweistafel mit Informationen, die in einen Raum aufgehängt war, in dem wir über Rätsel diskutieren wollten. Wo könnte das sein? Es war nicht in einem unserer Häuser, weil jeder einfach kommen und gehen konnte. Aber es war definitiv in einem Gebäude. Ich werde diese mysteriöse Beweistafel finden. Hoffentlich können wir bald mal wieder plaudern. Können wir. Ich muss noch mal kurz eine kleine Abzweigung machen, weil sonst vergesse ich nämlich schon wieder, was bei Christoph zu kaufen. Komm schon! Und der hat auch wieder Gold und so dabei und das muss ich dann doch mitnehmen. Ja! Ganz wichtig, Holz, da habe ich Ja! immer zu wenig von. Kohle ist ja egal, Kohle braucht man ja sowieso fast nie. Oh, warum muss ich denn hier eigentlich schon? Wieso sind da teilweise die Kürbisse fertig, aber alles andere ist nicht fertig? Muss ich das verstehen? Okay, es tut mir leid, Leute, aber das vergesse ich sonst auch wieder. Deswegen nehme ich die jetzt auch mal eben ganz schnell mit. So, ich gucke jetzt, tschüss. Ich gucke jetzt aber mal, ob wir tatsächlich ins Schloss müssen. Es war so eine Tafel. Ich bin mir nicht sicher, ob es diese Beweistafel im Schloss gab in diesem Raum. Oder ob das eventuell. Wo waren die andere? Das andere war in der Höhle. Ja, hier ist eine Beweistafel. Das sieht gut aus. Hier sind jetzt die Dinger wieder am Leuchten. Sind das die Dagoberts Bilanzbuch? In diesem Buch sind Dagoberts Bilanzen von vor dem Vergessen aufgelistet. Anscheinend hat er viele Verkäufe und Profite erzielt. Okay. Haben wir uns das schon mal angeguckt? Ich glaube nicht, oder? Märchenbuch, Prinzen in Not und eine Maid, die ihn rettet. Wie langweilig ist das denn? Hallo? Wir wollen doch alle von unserem Prinzen gerettet werden. Sonst wäre es doch langweilig. Zerfleddertes Buch. Dieses Buch wurde sehr oft gelesen. Nee, das hatten wir auf jeden Fall schon mal. Dann machen wir jetzt als nächstes. Oh, was war hiermit? Minis Punktmusterbuch. Ja, weiß ich nicht, ob wir die jetzt schon gelesen hatten oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt die letzte Seite. Ja, ich wusste, dass es Bell war. Ich wusste es. Ach ja. Ich hasse es immer recht zu haben, aber ich wusste es. Das Einzige, wo ich nicht immer recht habe, ist, wenn ich tatsächlich einen Fall lösen soll oder so. Was irgendwie komisch ist. Immer wenn es um nichts geht, dann, oder fast immer, sag ich mal, dann habe ich recht. Aber wenn es um irgendwas geht, weil man irgendwie ein Rätsel lösen will oder was weiß ich was, dann habe ich oft kein Recht. Ach, da unten ist sie. Hau mir jetzt bloß nicht ab. Wir haben mitten am Nachmittag, ja? Wenn du mir jetzt anfängst, hier schlafen zu gehen oder so, dann raste ich hier aus. Och, lauf doch mal drumherum. So, Bell, und sei bitte nicht wieder verbuggt. Och, danke. Ich würde liebend gern Zeit mit dir verbringen. Eine Erinnerung ist gerade zu mir durchgedrungen. Der Rätsellöser. Das bin ich. Oh. Nachdem ich meinen Freunden geholfen hatte, ein paar Rätsel zu lösen, verkündete Minnie allen, dass ich die beste Rätsellöserin im Tal sei. Und sie gab mir ein Tagebuch, auf dem das stand, damit ich meine Abenteuer auffrischen konnte. Oh, und ich hatte einen Platz in meinem Haus, in dem ich recherchiert und geschrieben habe. Ich frage mich, was mit all den Sachen passiert ist. Ja, du hast recht. Es ist nicht mehr da. Ich würde liebend gerne wieder so einen Platz erstellen.
Ich denke, das lässt sich einrichten. Ich könnte einen Teil davon bei Herrn Duck bestellen und vielleicht möchte das Biest helfen. Oh, Gameplayerin, das wäre großartig. Auf Wiedersehen. Bestelle einen eleganten Sessel und spreche mit dem Biest. Ja, wo sollen die das denn hier noch alles hinstellen? Die haben noch gar keinen Platz. Wo ist denn das Biest? Da. Lauf mir nicht weg, ich komme zu dir. Die Freundin der Rätsellöserin ist gleich hier. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken? Was ist das denn? Halloween-Kürbis, Halloween-Süßigkeiten oder was? Cool. Wo kommen die denn her? Habe ich die schon mal gesehen? Ich glaube nicht, oder? Hi. Danke, dass du mit mir sprichst. Oh, hallo. Hey Beast, wusstest du, dass Belle die beste Rätsellöserin im Dreamlight Valley ist? Und wusstet ihr, dass ich das ganz schlecht synchronisieren kann, wenn ich viel Schleim im Hals habe? Das klingt irgendwie vertraut. Ich möchte ihr helfen, wieder einen Platz in meinem Haus einzurichten. Irgendwo, wo sie ihr nächstes Abenteuer planen kann. Kannst du mir dabei helfen? Für Belle. Für Belle? Natürlich. Ich würde alles tun. Ich habe auf den richtigen Moment gewartet, um ihr das zu geben. Aber hier, nimm du es. Ich hoffe, wir sprechen bald wieder miteinander. Ein Schreibpult. Hast du mir jetzt ein Schreibpult gegeben oder einen Entwurf dazu? Ich denke mal eher einen Entwurf, ne? Hi, Miki. Hi, hi, Miki. Nein. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gerade auf den Rhythmus gekommen bin bei Miki. Möbel. Ja, wäre eigentlich logisch gewesen, wenn es ein Schreibtisch ist. Da vielleicht mal beim Möbeln zu gucken. Ach so, ich hab den Entwurf nicht gelesen, oder? Habe ich den? Nee, ich muss den gar nicht lesen. Ach so. Aber wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Weil, sprich mit dem Biest, ist natürlich vorbei. Schön, wie die Sonne hier schon. Ja, schön. Danke. Ich hoffe, ihr seid solche blöde Idioten, weil ich habe jetzt schon wieder gesehen, dass hier wieder tolle neue Sachen stehen. Und ich wollte sowas eigentlich nicht während einer Folge machen. Mhm. Aber ich muss das jetzt während einer Folge machen, weil sonst vergesse ich das wieder. Die Hörner, die hatte ich doch. Hatte ich die nicht? Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, ich hatte gesagt, alles, was Punkte drauf hat. Nee, das kann aber eigentlich nicht sein, weil solche Sachen habe ich mir garantiert nicht geholt. Oh Gott, ich vergesse es jedes Mal. Zu jeder neuen Folge vergesse ich, was ich vorher gesagt habe mit den Punkten. Freundlichen Dank. Ja, gerne, gerne. Ich gebe doch gerne mein Geld aus. Auch für Sachen, die ich wahrscheinlich schon habe oder nicht habe. Ich habe keine Ahnung. Donald, geh mal hier aus dem Weg. Das habe ich aber noch nicht, meine ich. Die müsste ich schon haben, ja. Die habe ich theoretisch auch, aber die könnte ich eventuell... Ach so, für Monster AG. Ja gut, dann halt für Monster AG. Das habe ich auf jeden Fall, den müsste ich auch haben. Den habe ich anscheinend noch nicht. Steht unter anderem, ich würde jetzt mal sagen, das ist... Ach so, Neoprenanzug. Ich wollte gerade sagen, ich würde sagen, das ist für einen Rennfahrer, aber... Hallo. Die glaube ich auch nicht, dass ich die schon mal hatte. Also die mit dem Punkt, die müssten die neuen dann tatsächlich sein, so wie ich es schon mal öfter gesagt habe und immer wieder vergesse irgendwie. Gut, das sieht gut aus. Was war denn das nochmal? Hallo. Ach so, das ist nur die Decke. Ja, dann nehme ich die auf jeden Fall nochmal mit. Das sieht so ein bisschen wie Vajana aus. Ach so, mit dir muss ich ja sowieso reden. Moment. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Ich würde gerne einige Dinge bestellen, aber ich weiß gerade nicht mehr, was ich suche. Möbel. Achso, gut, ja, ich dachte gerade schon. Genau, und Sessel, das war's. So.
Aber er hat mir den Tisch jetzt gegeben, oder? Er hat mir jetzt keinen Entwurf für, upsala, für den Tisch gegeben. Bring die Möbel zu Belle. Nee, okay, dann hat er mir den ganzen Tisch gegeben. Oh Gott. Ich sag ja, ich habe heute tierische Migräne. Und ich gebe ganz ehrlich zu, dass mich das Ganze teilweise ein bisschen beschugger macht. Hier hoch. Ich bin jetzt schon nebenbei am Gucken, ob ich nicht doch noch was von den Süßigkeiten hier finden kann. Vielleicht lässt die Kleine die ja auch immer fallen, hier diese Vanellope. Kann natürlich auch sein. Hat die da hinten vielleicht welche runterge... Ich weiß es nicht. So, Belle, wo bist du? Bleib mal stehen. Bitteschön. Aber aufstellen musst du sie selber, ne? Ich weiß ja nicht, kann wo ich du dir helfen? Das ist zu viel, Gameplayerin. Ich kann dir nicht genug danken. Ich bin einfach froh, dass du glücklich bist. Ich kann es kaum erwarten, bis wir das Rätsel gelöst haben. Ja, eigentlich haben wir das Rätsel ja schon gelöst, ne? Das bin ich. Ich bin sehr glücklich. Oh. Hier, ich möchte alles an seinen Platz bringen. Oh. So, alles passt perfekt. Weißt du, was bei dieser Gelegenheit noch fehlt? Nein, was schlägst du vor? Lass uns meine Kamera benutzen, um ein magisches Bild in deinem Haus zu machen und uns an dieses bedeutsame Ereignis in der Geschichte des Tals zu erinnern. Das würde mir gefallen, Gameplayerin. Ich danke dir. Vielen herzlichen Dank. Das war nicht die Selfie-Kamera. Okay, so. Nein. Och, mach das nochmal. Ich habe die falsche Taste gedrückt, ich doof. Ja, genau. Hä? Man sollte nicht daneben drücken. Entschuldigung. Ja, nein, das mit der Hand will ich nochmal haben. Komm, du schaffst das. Mit der Hand, genau. Genau das will ich haben. Genau. Ja, du bist ein Topmodel. Oh, mache ein Foto. Komm hier direkt. Sehr schön. Echt jetzt? Warum ist die nicht... Mache ein... Kommst du mal hier hin? Hallo? Hallo? Ich meine, gut, das ist ihr Arbeitszimmer, wenn man so will. Ach, jetzt lauf doch nicht komplett raus. Komm, lass dich mal da hinschieben. So. So. Hau jetzt nicht wieder ab hier. Oh, jetzt habe ich sie weggemacht. Das wollte ich nicht. Das ist gut. Sie ist noch mit drauf. So, sehr schön. Bleib stehen. Bonjour. Vielen Dank für all deine Hilfe, Gameplayerin. Ich kann mich jetzt an alles erinnern. Wir waren zusammen der Rätsellöser. Vor dem Vergessen. Und ich erinnere mich, dass ich dieses Tagebuch mit dir geschrieben habe. Wir haben eine Geheimsprache benutzt, damit sie niemand außer uns lesen konnte. Das war deine Idee, nicht wahr? Jetzt erinnere ich mich. Ich habe gerade gelesen, du kommst mir bekannt vor. Ich wollte gerade sagen, nee. Das ist wunderbar. Ah. Nochmals vielen Dank, Gameplayerin. Jetzt werde ich mir etwas Zeit nehmen, um mich wieder mit all dem vertraut zu machen. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich etwas Interessantes finde. Das ist wunderbar. Ja, wunderbar. Das ist das richtige Wort. Wir haben eine neue Quest abgeschlossen. Und ja, das Blöde ist, ich tue mir hier die Kamera wieder weg. Das Blöde ist, dass ich jetzt noch mal ein bisschen leveln muss, weil sie noch nicht ganz auf Max-Level ist. Und es ist schade, weil ich glaube, es kommt danach tatsächlich nur noch eine neue Quest mit ihr. Und dann müsste das, glaube ich, abgeschlossen sein. Kleine Vorwarnung jetzt schon mal, sollte bis dahin kein Update kommen, ja, dann dauert es natürlich, bis ich weitere Videos hochladen kann, weil ich ja in erster Linie nur die Quests hochlade und ich habe ja einmal ein Tipps und Tricks Video hochgeladen, beziehungsweise ein Video, was man so täglich machen kann, damit man, ja, genügend Ressourcen und so weiter auch hat. Und damit man überhaupt weiß, was man hier machen kann, wenn man ebenso Phasen hat, wie ich wahrscheinlich jetzt bald haben werde und man keine Quests mehr hat, die man erledigen kann. So, das nur kleine Eigenwerbung für mich. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen Belle und uns dann auch wieder in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.